Seit 14 Jahren spielt Rea Harder-Wennewald Polizeiobermeisterin Franzi Jung in der ZDF-Vorabendserie Notruf Hafenkante. Nach 10 gemeinsamen Jahren mit TV-Partner Bruno Frank Apitz als Hauptkommissar Hans Mohr begrüßt die Schauspielerin einen neuen Kollegen an ihrer Seite. Raul Richter wird als Polizeiobermeister Nick Brandt das Streifenwagenteam in Hamburg unterstützen. Und das neue Ermittlerpaar weist viele Berührungspunkte auf. Genauso wie Raul startet auch Rea ihre Karriere bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Als Flo Spierer spielt sie Ende der 1990er 6 Jahre die Hauptrolle in der Daily Soap. Comebacks hat es in der Fernsehserie ja schon häufiger gegeben. Könnte sich die schöne Blondine eine Rückkehr ans GZSZZ vorstellen? Das verrät uns Rea höchstpersönlich bei der Premiere von Wicked, das Musical in Hamburg. GZSZ war für mich so eine wahnsinnig wichtige Zeit, weil ich da einfach meine Ausbildung gemacht habe. Es ist meine erste Arbeit als Schauspielerin gewesen und so. Und ich bin dankbar dafür. Und ich finde es klar, wenn die fragen, why not, kommt Flo als Fotografin wieder. Oha, mit so einer direkten Zusage hätten wir nicht gerechnet. 20 Jahre nach ihrem GZSZ aus würden sich alteingesessene Fans sicherlich über ein Comeback freuen. In 2 Jahrzehnten hat sich jedoch einiges verändert. Die 45-Jährige ist mittlerweile dreifache Mutter und fitter denn je. Wie macht sie das bloß? 3 Kinder, ich mache wahnsinnig viel und gerne Sport. Und ich esse nur, was mir gut tut. Viel Fleisch und Gemüse. Und ich bin eh kein Nudelfan, insofern, also noch nie gewesen. Reis mag ich wahnsinnig gern. Ja, und ich bin halt ein totales Bewegungstier. Ich muss immer was machen, sonst bin ich ziemlich unausgeglichen. Na, da hat sich Rea als Schauspielerin für den richtigen Beruf entschieden.